Amal Clooney will um jeden Preis gut aussehen. Das beweist die Frau des Hollywood-Schauspielers mit ihren neuesten Designer-Outfits. Die 39-Jährige shoppt regelmäßig bei Christian Dior, Yves Saint Laurent oder Stella McCartney. Als normaler Bürger kann man davon nur träumen. Denn für dieses zartgelbe Kleid und den dazugehörigen Mantel von Bottega Veneta blättert die hübsche Brünette mal eben 3.417 Euro hin. Dazu kommen noch die Schuhe um 650 Euro. Mit ihrem eleganten Alltagslook kommt Amal somit mal eben auf satte 4.067 Euro. Geld spielt bei der Menschenrechtsanwältin allerdings keine Rolle. Auch für ihren lässigen Bürolook lässt sie ein paar Tausender springen. Der schicke rote Mantel von Stella McCartney kostet 2.294 Euro. Genauso viel Geld gibt sie für die kleine Tasche von Altuzura aus. Das macht insgesamt 4.588 Euro. Wahnsinn! Doch es geht noch teurer. Neben einem auffälligen Rot mag die Frau von George Clooney auch dezente Auftritte im schwarzen Vintage-Look. Das schlichte Christian Dior bei Yves Saint Laurent Kostüm kostet unglaubliche 3.417 Euro. Dazu kombiniert sie eine Tasche von Fendi um 2.250 Euro und Schuhe von Ferragamo um 888 Euro. Das elegante Auftreten nutzt Amal aber nicht nur, um ihren Babybauch für eine gute PR in Szene zu setzen. In ihren Designerlooks vertritt sie auch wichtige Anliegen als Menschenrechtsanwältin. In ihrem gelben Look von Bottega Veneta hält die Menschenrechtsanwältin zum Beispiel vor kurzem eine Rede gegen die IS-Terroristen vor den Vereinten Nationen. Wir sind gespannt, welche Looks sie noch während ihrer Schwangerschaft präsentiert. Stilsicher zeigt sie sich sicher weiterhin. And not one ISIS militant has faced trial for international crimes anywhere in the world.